So Leute, willkommen zurück zu Golden Sun, die dunkle Dämmerung. Oh yeah, am letzten Mal haben wir uns noch ein bisschen im Holzfällerdorf umgesehen und wir haben einen Merkurgen gefunden, genau. Und jetzt wollen wir unsere Reise Richtung Konpa-Ruinen fortsetzen, aber aufgepasst, denn bald erleben wir den ersten Point of No Return. Und da müssen wir dann, ja, Acht geben, dass wir den nicht durchschreiten. Ich merke gerade, wir hätten irgendwie Zagan, die Beschwörung müsste eigentlich noch woanders zu finden sein. Moment, ich muss mal kurz was ausprobieren. Beziehungsweise ich muss noch mal ganz kurz zurückgehen, weil ich gerade nicht ganz sicher bin. Oder? Na, zur Not schneide ich es raus. Zur Not schneide ich es raus. Ich gehe erstmal weiter. So, aber... warte mal, hier ist der... Ah, Platz der Holzfäller. Genau, die andere Seite davon. Genau, hier wollte ich nämlich hin. Alles klar, dann ist alles im Lot. Was erzählst du mir denn so über dich? Gott will, dass sie mir Feuer bewegen. Okay, ja, das wissen wir bereits. Das wissen wir doch. Und was steht da unten auf dem Schild? Wenn überhaupt irgendetwas. Achtung, junge Reise, das ist mit Herumlungern verboten. Achso, junge Reise ist mit Herumlungern verboten. Aber ich lungere so gerne herum. Das ist doch mein größtes Hobby. Und das, was ich am allerbesten kann. Feuerball! Katsching! Dann wollen wir doch mal schauen, wo wir hier so hinkommen. Genau, auf die andere Seite nämlich. So, aber hier müssen wir uns nochmal genau umsehen. Denn selbstverständlich gibt es hier etwas, was wir ganz gerne hätten. So, so, eigentlich können wir ja nochmal zurückgehen. Aber, ich meine, später ist es ein Point of No Return. Insofern eher mäßig interessant. Ich kann es nur nochmal sagen, ein Point of No Return ist eine Stelle, die man, wenn man, sobald man die im Spiel erreicht hat, kommt man nie wieder zurück. Ich verstehe aber noch nicht, warum man sowas überhaupt einbaut, ehrlich gesagt. Aber, naja. So, ich werde jetzt alle hier... alle nach oben wirbeln. Wow! Ah, da liegt sogar was. Man muss ja irgendwie noch... ob hier irgendwie eine Höhle zu finden ist, eventuell sogar. Das werden wir jetzt gleich herausfinden. Yay! Oh. Sieht gerade aber nicht so aus. Aber irgendetwas muss hier noch sein. Blop. Vielleicht einfach so bei alle Blüten nach oben verfrachten. Keine Ahnung, ob das irgendwas bringt. Ich bezweifle es. Oh, guck mal. Ah, schön. Sehr, sehr schön. Eine harte Nuss. Und die können wir gut gebrauchen. Ist das eine Ding schon wieder gelandet? Upp. Ja, tatsächlich. Und dann gucken wir noch, dass wir die da oben aktivieren. So, und ob da noch was ist? Nee, aber nicht wirklich. Schade drum. Hier vielleicht? Auch nicht. Na gut. Hier unten ist ja nichts. Da sind wir bloß hergekommen. Ihr erinnert euch eventuell daran. Da hört man gerade schon, wie alles singt. Nee, strange. Strange. War das nicht hier? Ich muss kurz auf meine Liste schauen. Ich habe nämlich wieder extra aufgeschrieben, was ich alles erledigt haben muss, bevor ich die Konpa-Ruinen durchschreite. Wo ist es denn jetzt? Ich habe es gerade extra... Ich habe es gerade extra rausgesucht und jetzt habe ich schon wieder verlegt. Moment. Habt ihr gerade lustige Windows-Sounds gehört? So. Muss das hier irgendwo sein? Eventuell. Aber ich komme ja nirgendwo hin von hier. Ah, gut. Vielleicht gehe ich auch einfach mal hier hoch. Schon gut, ich habe nichts gesagt. Das war nicht gerade das Klügste, was ich hätte tun können. Oder dahin zurückzufahren. Ich muss da irgendwie zu dem Eingang kommen. Okay, das können wir uns ja schon mal merken. Ah, ich sehe gerade, was ich machen muss. Tricky, tricky, tricky. Yay. Was? Oh, doch nicht? Ich hätte jetzt erwartet... doch nicht. Da muss ich doch mal schauen. Komme ich von hier oben irgendwo weiter? Wahrscheinlich ist hier wieder irgendwo ein Baum, auf den ich klettern kann. Und das habe ich einfach mal gekonnt übersehen. Ja, hier zum Beispiel. So, stellen wir es am besten direkt so hin, dass wir alle drei gleichzeitig erwischen. Jawohl, perfekto! Und schon sind wir gleich auf der anderen Seite. Quatsch, 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 quatsch. Oh, ich sehe es gerade. Ich hoffe, das geht auch von hier aus.
Ah, perfekt. Kann ich auch einfach zur Seite schieben jetzt. Dann ist es ja gar kein Problem mehr. Und bitte da auch einmal nach oben. Sehr, sehr schön. Auf drei Jinns müssen wir noch achten, bevor wir die Ruinen verlassen. Das sollte ja eigentlich machbar sein. Das sollte machbar sein. Platz der Holzfäller. Und was haben wir hier? Eine Beschwörungstafel. Oh ja. Eine Beschwörungstafel sorgt dafür, dass wir im Kampf Jinns kombinieren können. Verschiedene Jinns, um noch mächtigere Beschwörungen aufzurufen. Matthew kann uns Zagan beschwören. Für diese Beschwörung werden folgende Jinns aufgelötigt. Ein Venus-Jinn und ein Mars-Jinn. Genau. Und damit haben wir jetzt eine neue Beschwörung freigeschaltet. Sehr, sehr nice. Dann wollen wir uns aber erst einmal von hier verkrümeln. Bam. Um wieder die Hauptreise aufzunehmen. Richtung Hornparuin. Dann bin ich mal gespannt. Dann kriegen wir auch... Ah, wobei, nee. Jetzt hätte ich fast gespoilert für die, die das Spiel nicht kennen. Das geht doch nicht. Aber irgendwas müsste hier noch sein. Wenn ich jetzt aber noch wüsste, wo... Okay, genau den meinte ich nämlich, den habe ich gesucht. Hallöchen, Fieber. Ich weiß, dass du es bist. Ich hätte vielleicht mal vorher gerne gespeichert, ehrlich gesagt. Aber ich durfte nicht. Aber jetzt sieht. Wobei, wir haben gar keinen Merkel-Gin, doch auf Abruf nur. Aber das war schon besiegt. Sehr nice. Locker flockig. Hi, Fieber. Schließe dich uns an. Teile deine Macht mit uns. Wie wir unwürdig sind. Der Marschin Fieber ist nun Kiaras Verbündeter. Dieser Phantomgeist lebt westlich der Kontratoren und sendet Hitzewellen aus, die sich so heiß anfühlen, als würde sie alles niederbrennen. Ja, das ist das klassische Aussehen der Marschins. So, aber er ist natürlich nicht Kiaras Verbündeter, sondern Tyrells Verbündeter. Achso, er ist schon verbunden. Sehr gut. Gut, dann brauchen wir jetzt nur noch zwei. Und der Point of No Return kann uns nichts mehr anhaben. Was haltet ihr eigentlich davon? Wie findet ihr sowas in Videospielen? Also ich finde, es kommt aufs Spiel drauf an. Bei einem RPG finde ich das einfach nur total fehl am Platz. Ich meine, ein Rollenspiel lebt doch davon, dass man das Gebiet erkundet und erforscht und so weiter und so fort. Aber irgendwie wird dann das ja so ein bisschen kaputt gemacht, wenn man, sobald man eine bestimmte Stelle erreicht, nicht mehr zurückgehen kann. Ich meine, das war in den ersten beiden Teilen ja auch nicht so. Deswegen, ich bin da kein Fan. Oh, sie hat Plasma gelernt mittlerweile. Sehr schön. Direkt mal testen. Sieht nämlich sehr eindrucksvoll aus. Yay! Macht sehr guten Schaden. Ja, lebt er noch? Okay, leben beide sogar noch. Ich bin zutiefst beeindruckt. Wäre dir mir nicht vollkommen egal, würde ich euch loben. Bam! Voll mit dem Stab einen reingeknüppelt. Oh, 100 übrigens. Vulkaner lernt. Das geht ja so schnell hier mit den neuen Synergien. Fantastisch. Konpator. Das Konpator. In einer ganz friedlichen Musik. Bimmel, bimmel. Ich hab keinen Bock, Mann. Was? Oh, da bat mir doch einer ein Storch. Höre ich etwa Besuch? Ja, das kann gut sein. Wer hat die Glocke geläutet? Was führt euch hierher? Mitte öffnet das Tor. Zeigt mir euren Passierschein. Ohne Passierschein kann ich euch das Tor nicht öffnen. Tada! Ich werde das Tor öffnen. Gute Reise. Das war jetzt quasi nochmal ein Weg mit dem Zaunpfahl. Falls wir das Trainingsgelände noch nicht abgeschlossen hätten, rein in der Theorie, dann müssten wir das jetzt wahrscheinlich noch holen. Vielen Dank, gute Weiterreise. Er ist so nett. Ach ja, ein schöner Mechanismus. Muss gut praktisch sein. Da die ganze Zeit stehen vor, der Typ pennt mal so hart, dass man ihn nicht wachkriegt. Was macht man denn dann? Oder wenn er mal da runterfällt oder so? Kann niemals jemand dieses Tor durchschreiten. Okay, aber jetzt haben wir gesehen, was passiert, wenn wir... Ach genau, da ist ja noch ein Venus-Jinn. Guckt ihn euch an, ist er nicht putzig? Hallo, du bist Blüte, das weiß ich. Bimmel, Bommel. Ich will da auch durch. Bommel, Bammel. Hallo? Der Weg geht an die Tor für die Kopfhörerin. Wollt ihr, kennt ihr Edward hin? Noch nicht. Warte, bevor ich da nicht mehr durch kann oder so. Ja, gleich. Ich muss erstmal schauen, wobei... Ah, oh, nee. Da führt kein anderer Weg hoch. Müssen wir erstmal durch. Okay, dann nochmal. Bimmel, bimmel. Hallöchen. Jemand zu Hause? Ja, wir möchten dorthin.
Gut, gut, ich werde euch das Tor öffnen. Guck mal, er musste gar nichts sagen. Wir wussten sofort Bescheid. Haben einfach nur den Passierschein hochgehalten. Ja, es geht gut. Ach, ist das toll. Und dann können wir jetzt da hoch und schon ist alles... Genau. Und schon ist der Venus-Gin so gut wie unser. Einfach über den Baum springen. Wie gesagt, das darf man... Das vergisst man schnell mal, dass man sowas kann. Na? Ach, Blüte. Du bist so ein putziger Venus-Gin. Wie alle Venus-Gins. Denn es haben Venus-Gins so an sich, dass sie putzig sind. Wow. Hab ich dich. Yay. Ja, was war das für eine Stimme gerade? Und der zweite. Hallo Blüte, der Venus-Gin. Blüte, ist du Kiaras Verbündeter? Warum aber Kiara? Ja, weil Frische gerade bei Matthew ruht. Blüte, ein Blumengeist, der am Konpator lebt. Sein süßer Geruch hat eine heilende und erfrischende Wirkung. Mit schönen Locken an der Seite auch noch. So, aber tauscht die mal hier, ihr zwei. Genau. Lernen wir dadurch irgendwas Neues? Nee, aber unsere... Doch, guck mal, wir werden vom Junker zum Ritter. Ihr seht also mal, wie krass diese Gins unsere Werte erhöhen. Und je mehr wir haben natürlich. Das heißt also, Kiara ist jetzt ein bisschen im Nachteil gegenüber den anderen beiden. Aber das legt sich noch. Tut mir leid, wenn ich ein bisschen verschnupft klinge. Der Winter hat leider mal wieder zugeschlagen. Ärgerlicherweise. Hallo. Willst du dein Altmann in seiner Ruhe aufmachen? Meinetwegen. Oh. Jetzt haben wir das Tor... Wie Matthew sich gerade darüber gefreut hat, dass er das Tor einfach aufgemacht hat. Wunderbar. Aber hier scheint nirgendwo sonst mehr irgendwas Ungewöhnliches zu sein. Haben wir es jetzt echt nochmal aufgemacht? Nee, nichts wirklich. Ist das ein Vögelchen da oben auf dem Dach? Ich glaube schon. Ich habe gerade gewundert, was das für ein Merk da oben auf dem Dach ist. Das ist ein Vogel, okay, alles klar. Ich dachte für kurz mal, das wäre ein Merkur-Gin, an den ich mich nicht erinnern kann. Denn einen habe ich verpasst, leider, bei meinem ersten Playthrough. Und ich habe mich darüber sehr geärgert. Ich bin gespannt, ob ich den diesmal... Also, was heißt, ob ich diesmal... Ich werde ihn diesmal finden. Ich weiß ja auch, wo er war. Ich dachte nur, ich würde da erst später hinkommen können. Das war etwas fies. So, wie wäre es, wenn wir euch einfach besiegen? Düsternis, yeah! So, ich muss die ganze Zeit... Ich habe die ganze Zeit das Gefühl... Dann muss ich doch glatt niesen. Hoffentlich vergesse ich das nicht hinauszuschneiden. Da sage ich eben noch, ich bin erkältet und schon passiert das. Nee, nee, nee. Also irgendwas Spezielles. Es gibt wieder, wie man eben gesehen hat, an die Golden Sun-Kenner von euch. Es kam nämlich schon die Frage auf, ob es wieder solche Gins gibt, die nur auf der Weltkarte auftauchen. Fieber war eben einer von diesen, nur war der nicht sonderlich gut versteckt, weil ich glaube, es wäre unmöglich gewesen, an ihm vorbeizukommen. Der lag ja direkt auf dem Weg. Aber so wurde einem quasi gezeigt, dass das möglich ist. Also immer schön die ganze Weltkarte erkunden. Hier halt nochmal extra mehr als in den ersten beiden Teilen, weil hier könnt ihr Gins halt leider auch verpassen. Ne? Das sind drei. Die greife ich doch lieber mal alle zusammen an mit meiner krassen Überpsynergie. Plasma! Und Erdbeben. Vielleicht reicht's, oh, reicht sogar schon aus. Sehr schön. Good job. Kiara macht jetzt schon so gut Charme mit ihrer Magie. Und sie hat noch einen Gin weniger als die anderen beiden. Mysteriös. Mysteriös. Yay, was haben wir denn da? Spinne erscheint. Ich würde mal ganz glatt behaupten, dass wir die einfach grillen. Ich vermute mal, die haben eine Feuerschwäche. Ja. Die haben eine Feuerschwäche, ich glaub's ja gar nicht. Naja, eigentlich glaube ich schon. Man habe ich die Vermutung ausgesprochen, nicht wahr? Schön bestätigt zu werden. So, hätten wir die platt gemacht. Da ist ein Eingang, da ist ein Eingang. Zu viele Eingänge. Und da ist eine Kiste. Eine Kiste. Die kann ich mir natürlich nicht einfach so entgehen lassen. Genauso wie die Erfahrungspunkte, die diese einzelne Spinne hier bringt. Bam. Das war's schon. Sehr, sehr schön. So, kann ich da... wobei, kann ich das vielleicht... Ich würde gerade... Mich würde mal interessieren, ob hier irgendwer dadurch... Nee. Schade.
Frost lernt. Frost ist nämlich eine Synergie, mit der man solche Pfützen hier einfrieren und zu riesigen Eissäulen machen kann. Die Musik ist wieder so golden zannisch, muss ich sagen. Man erkennt einfach den Stil von Motoi Sakuraba sofort. Die Frage ist nur, wo ich hier zuerst lang? Wieder so viele. So viele Wege, wollte ich gerade sagen. Sehr, sehr ungemütliche Zeitgenossen, die unsere Wege kreuzen. Ich hoffe einfach mal, dass die dadurch alle draufgehen jetzt durch die Magie. Na, wobei. Perfekt. Ich habe sogar den linken Angriff, aber es wäre vollkommen egal gewesen, Lex, gerade, denn in Golden Sun 3. Beziehungsweise Golden Sun, die dunkle Dämmerung. Offiziell heißt der Titel ja nicht Golden Sun 3, deswegen schreibe ich im Titel auch DDD. Was? König DDD confirmed? No! Okay, da müssen wir wahrscheinlich wieder mit Kiaras Psinegi arbeiten. Nämlich offen, dass ich nicht durcheinander komme. Denn wir haben hier viele, viele Wege zur Auswahl, wie wir merken. Was ist das denn? Wenn sich die Kugel an ihrem Platz bewegt, wird euch die Macht der Erde den Weg offenbaren. Die Macht der Erde also, ja? So, so. Hallo Kugel. So? Das war ja simpel, erinnert mich an die Ruinen von, ne? Wie hieß es hier? Das Heiligtum von Zool, daran erinnert mich das. Da gab es ein ähnliches Rätsel, in Anführungsstrichen. Eine ähnliche Vorrichtung, ganz relativ früh am Anfang. Deswegen muss ich ja irgendwie gerade dran denken. Okay, wir haben scheinbar direkt das Richtige gewählt. Also den richtigen Gang. Na gut, dann schauen wir doch mal. Aber wenn das der richtige Weg ist, möchte ich da ehrlich gesagt nicht unbedingt lang. Gehen jetzt alle auf? Oh, tatsächlich. Tatsächlich, damit die Energie durch alle Tore gleichzeitig strömen lassen. Na komm schon, das sieht so richtig aus. Das kann ja nur korrekt sein. Logischerweise. Nee. Erstmal die optionalen Wege abgehen. Also, wenn sie optional sind, ne? Vielleicht muss ich sie ja alle abgehen. Kann ja sein. Wir machen einfach die gleiche Taktik wie eben. Und dann sind wir eigentlich bisher ganz gut gefahren. Und ihr seht, wie schnell sich die Psyche wieder auflädt. Wir sind nämlich gerade wieder voll. Oder hatte ich ein Level, habe ich immer deswegen wieder voll? Ich weiß es nicht. Denn durch Rumlaufen füllt sich die Psyche wieder auf. Das ist auch wichtig, weil rein theoretisch könnte man ja sonst sich quasi eine unmögliche Situation schaffen. Stell dir vor, ihr habt keine PP mehr. Seid aber an einem Ort, wo ihr nicht wegkommt. Ohne Psynergie. Oh, das geht nicht. Ich hätte schwören können, dass ich das so machen muss. Jetzt bin ich hier. Aha. Wo will ich zuerst lang gehen? Das ist hier für mich die Frage, die sich gerade die ganze Zeit stellt. Okay, wenigstens kann ich hier schon mal zwei Gänge abhaken, bei denen ich offensichtlich nichts tun kann, die einfach nur so da sind, weil es ist immer so verwirrend, wenn man so unglaublich viele Gänge zur Auswahl hat. Ah, okay, das sieht so aus, als würde ich hier wieder so etwas aktivieren können. Nur diesmal geht es um Wind. Die Macht des Windes, Fragezeichen. Muss ich die jetzt etwa freisetzen? Sieht so aus, oder? Wenn sich die Windräder drehen, wird euch die Macht des Windes mit Blüten den Weg weisen. Das ist schon mal sehr nett. Okay, dann haben wir gleich, oder im nächsten Part sage ich mal eher, mehrere Gänge zur Auswahl. So, muss ich ja so machen. Jawohl. Schön. Genau so will man das sehen. Jetzt haben sie wahrscheinlich diese Propeller aktiviert. Ach, guck mal. Guck mal einer an. Wahrscheinlich bewegen sich Dinge jetzt von oben nach unten. Könnte ich mir jedenfalls so gut vorstellen. Und ihr bringt gar nichts. Doch, bestimmt. Kann ich die wie die anderen Blüten hoch? Ja, guck mal, das funktioniert. Das funktioniert ja tatsächlich. Ich würde sagen, dann gehen wir mal zuerst hier lang. Ist jetzt sowieso, wie gesagt, wir haben verdammt. Ich hätte sehen müssen, dass das andere nicht geleuchtet hat. Ich hoffe, die bleiben dauerhaft oben. Oder für eine Weile, denn ich bin nicht schnell genug sonst. Okay, perfekt. Perfekt! Das hat doch gut funktioniert.
Ich würde aber sagen, Leute, bevor wir hier weitergehen, war es das erste Mal mit Golden Sun, die dunkle Dämmerung für heute. Wir sind in den Ruinen von Konpa und mal schauen, welche Rätsel hier noch auf uns warten. Hier die Rätsel des Windes, drüben die Rätsel der Erde wahrscheinlich. Gucken wir, ob die anderen beiden Elemente auch noch vorkommen. Bis dann, Leute. Ciao.